Also ich bin ab und zu wirklich selten dämlich. In 30 Minuten auf der Bühne ist irgendwie nicht so gut. Das war alles andere, so ansatzweise optimal, also ansatzweise gut. Showday! Heute geht's auf die Bühne. Oder doch noch nicht? Es geht auf die Bühne, aber eigentlich ist es noch nicht Showday, Leute, weil heute steht das Casting an. Die Bewerbung für den Wettkampf. Den Wettkampf, den ich machen muss, damit ich beim Wettkampf überhaupt teilnehmen darf. Ja. Let's go! Und ich habe mir gedacht, was gibt es Geileres, als diesen Tag zu vloggen. Erstens, bin ich ganz ehrlich, vlogge ich das auch für mich selber, wenn ich darauf zurückblicken kann, weil es ist das erste Mal, wo ich jemals auf einer Bühne stehen würde, werde. Wir sind schon ziemlich lean unterwegs, auf jeden Fall. Da wir das vloggen, gibt es einen kurzen Daily-Ding, also was wir am Morgen nehmen. Zweimal Kaffee, einmal Honig, einmal, was haben wir hier noch? Hier haben wir Apfel, Essig und Zitrone. Dann nochmal Kreatin, Elektrolyte, Magnesium, Wasser und dazu gibt es noch das Daily. Das trinke ich jeden Morgen und dann geht es direkt ins Cardio rein. Und ich bin nicht ganz ehrlich, Alter, dieses Kreatin ist absolut OP. Das ist nämlich so ein Brause-Kreatin. Das schmeckt unglaublich geil. Ich weiß nicht, wie ihr es denn immer auf solche Ideen kommt. Ich habe zuerst gedacht, ja, das ist unnötig, aber das schmeckt so geil, Alter. Ich gönne mir das jeden Tag und ich freue mich da richtig drauf. Ungelogen. Und es ist dann wirklich ohne Wasser. Die kann man mitnehmen, überall konsumieren, aber braucht kein Wasser dafür zu trinken, um sie zu konsumieren. Man kann sie einfach wirklich... Und es schmeckt unglaublich geil. Sogar meine Mama nimmt jetzt wegen diesen Dingern Kreatin, weil sie einfach auch lecker findet. Und ich habe ihr gesagt, ey, nimm bitte jeden Tag so ein. Sind gesund für dich, sind gut für dich, für deine Muskeln etc. Also ist was Gutes. Und die schmeckt dir noch. Und jetzt nimmt sie das einfach. Davor hat sie Kreatin nie genommen, weil es halt scheiße schmeckt. Also es schmeckt halt dann nichts nach Pulver, wie wenn ihr Sand fresst. Cardio. Und nach dem Cardio gibt es die erste Mahlzeit. Hühnchen. Alter, darauf habe ich jetzt Bock. Ja, die erste Mahlzeit ist nur Hühnchen. Ich rede jetzt hier ein bisschen schneller, weil einiges von Zeit ist schon vergangen und ich bin jetzt ziemlich im Stress, weil ich komme praktisch fast schon zu spät zum Wettkampf, weil ich habe jetzt hier noch ein Rezeptvideo aufgenommen, falls ihr das sehen wollt. Guckt bei Insta vorbei, die Küche sieht auf jeden Fall beschissen aus. Für mich gibt es jetzt noch ganz schnell diesen Salat, den vernasche ich. Meal Prep wurde natürlich auch gerade noch gemacht, das ist hier. Das wird mitgenommen am Wettkampf. Meine Mama ist gekommen, weil sie fährt mich auf Ehre. Das ist sehr korrekt, weil mit öffentlichem Verkehr hätte ich irgendwie 3,5 Stunden an dem Wettkampf gehabt. Mit dem Auto ist eine Stunde, das ist voll beschissen. Und ich hätte sonst niemanden da gehabt, weil die Person, mit der ich gehen wollte, wurde krank. Das ist ein bisschen beschissen. Auf jeden Fall wird ihr das jetzt schnell gegönnt und weiter, sonst komme ich zu spät. Wir sind angekommen, jetzt hier in Wald, das ist irgendein Dorf in der Schweiz, ich weiß nicht, wieso das Ding hier nicht irgendwo ist, wo irgendwas ist, sondern irgendeinem Wald neben einem Spielplatz, also frag mich nicht. Auf jeden Fall geht's jetzt zum Pre-Charging, zum Casting, ich bin gespannt. Was wir nicht gemacht haben, ist irgendwie uns vorzubereiten, Wasser, Laden, irgendetwas haben wir gar nichts gemacht. Aber dass nur ein Casting ist, ist eigentlich nicht schlimm, aber wir werden halt, werden auf der Bühne dann wirklich besser aussehen, also wenn nicht, wird ziemlich beschissen. Auch von innen ist diese Stage irgendwie mehr ein Bauernhof, aber auf jeden Fall werde ich dann hier vorne stehen. Jetzt waren schon ein paar Women Divisions dran, Digga, der englische Profi. Ein paar Frauen waren schon jetzt auf der Bühne. Bis ich dran bin, geht jetzt noch eine Stunde. Ich bin gespannt, irgendwie checke ich noch nicht so ganz alles. Ich checke irgendwie noch nicht, wann genau ich dran bin, weil es gibt zwei Bodybuilding-Klassen, ich weiß nicht welche. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Aber ich gucke jetzt mal, ob ich da irgendwie News finden kann. Okay, jetzt sind zuerst mal Mans Physik-Leute dran. Bei dem einen Bruder bin ich mir nicht ganz sicher, ich bin verwirrt, aber ist auf jeden Fall schon mal kein schlechtes Competition-Feld, wenn wir hier mal in die Mitte reinzoomen. Also der ist auch ein bisschen älter als 16, also ich glaube ich jetzt mal. Da werde ich aber bald stehen. Ich bin euch ganz ehrlich, ich bin gespannt, bin gehypt. Jetzt sind hier die ersten Mans Bodybuilding dran. Die sehen nicht schlecht aus, Alter, das ist schon nicht, die sehen gar nicht schlecht aus, bin ich euch ganz ehrlich. Und wir haben ein Problem, ich habe nämlich keine Reiswaffeln dabei und soll Reiswaffeln haben. Das heißt, wir sollten jetzt noch zu einer Tankstelle gehen und uns Reiswaffeln holen, aber die Zeit ist ziemlich knapp. Wir gucken mal. Wir gehen wieder weg vom Wettkampf, weil wir brauchen Reiswaffeln. Ich habe Reiswaffeln vergessen. Also ich bin ab und zu wirklich selten dämlich. Und jetzt holen wir uns Reiswaffeln, denn es hat hier direkt irgendwo einen Laden, der noch auf hat. Ja, ich bin in 30 Minuten auf der Bühne. Ist irgendwie nicht so gut geplant gewesen von mir selber. Wir brauchen einfach nur ganz simpel irgendwelche Reiswaffeln. Hier hat es keine Reiswaffeln, das ist doch toll. Guck mal, was wir gefunden haben. Diese Reiswaffeln, die sind richtig geil und auch gut zum Laden. Perfekt. Wir haben jetzt hier noch Ahornsirup und Salz, das brauchen wir. Danke. Also, wir haben es geschafft. Wir haben hier Reiswaffeln. Dazu gibt es hier noch ein paar Süßkartoffeln. Ich liebe Süßkartoffeln, by the way. Die haben wir uns vorher
den Meal Prepped. Das Ganze ist nicht optimal gewesen, aus dem singularen Grund, weil mein Cortison deswegen hochgegangen ist und meine Physik deswegen schlechter aussieht, wahrscheinlich, beziehungsweise hoffentlich nicht. Aber das war nicht so gut jetzt, dieser Stress. Wir machen das Beste draus. Ich habe noch nie Ahornsirup, ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt schmeckt. Probieren das jetzt mal. Das ist lecker. Machen das auch so eine Reiswaffel. Ist jetzt natürlich fürs... Oh, bin ich dumm. Ist sehr süß. Ist jetzt nicht optimal oder so, auch fürs Tracken, weil wir das nicht tracken können. Das Ziel ist jetzt zuerst mal gut auf der Bühne auszusehen. Also auf dem Pre-Charging-Bühne. Nee, ich will mich nicht ansauen. Das ist schon lecker. Weil das 250 Milliliter sind, haben wir jetzt wahrscheinlich so 30. Das ist gut. Da haben wir ein paar Kohlenhydrate, ein bisschen Zucker, ein bisschen Kartoffeln. Ich sage euch ehrlich, am Wettkampf muss das besser laufen. Weil wenn das so am Wettkampf läuft, dann ist das nicht gut. Aber ich glaube, dafür ist genau das Casting da. Also Sachen ausprobieren kann und ein bisschen schauen, ob es funktioniert oder eben nicht. Deshalb war es gut für mich. Ich bin froh, dass mir das jetzt hier nur beim Casting Pre-Charging passiert und nicht bei der Bühne dann wirklich. Und jetzt noch ganz wichtig, den Crank Pump Pro vor der Bühne. Einfach weil wir wollen einen geilen Pump haben. Das ist der beste Pumpbooster, den es gibt. Mit dem Coach Jeremy kriegt ihr darauf 10% Rabatt. Also würde ich auf jeden Fall mitnehmen an eurer Stelle. Nein, Digga, wir haben ja jetzt sogar die geistkranke Aktion. Ab Mittwoch 18 Uhr 20% auf absolut alles. Darunter auch natürlich der Crank Pump Pro. Wenn ihr einen geilen Pump wollt, holt euch den. Ich will einen geilen Pump auf der Bühne haben, darum. Haben wir hier was verschluckt. Das war alles andere. So ansatzweise optimal, also ansatzweise gut. Egal. Wir gehen jetzt auf die Bühne. Let's go. Ich qualifiziert für die Schweizer Meisterschaft. Das sind die Worte, die ich hören wollte und auch gehört habe, was gut ist, weil das heißt, dass ich qualifiziert bin für den Wettkampf, an dem ich teilnehmen wollte. Also dieses Pre-Charging haben wir nur gemacht, damit wir an dem Wettkampf dann schlussendlich teilnehmen können. Aber ich bin euch ehrlich, die Form, wie ihr gesehen habt, hat scheiße ausgesehen. Also vom Conditioning her, natürlich haben wir kein Conditioning gemacht, aber ich war extrem bloated, also wirklich komplett aufgebläht. Das liegt daran, dass ich am Vortag Miesmuscheln gegessen habe. Frag mich wirklich beim besten Willen nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Es ist auf der Packung gestanden, dass da praktisch kein Salz drin ist. Das war nicht so. Das war viel Salz. Ihr habt gesehen, mein kompletter, also einige von euch werden sich wahrscheinlich jetzt mit Bodybuilding so nicht auskennen. Was jetzt aussieht, das wäre das noch viel Fett. Ist nicht viel Fett, ich kann euch ein Bild einblenden, so sieht die Physik eigentlich aus. Das ist Wasser, das einfach überall drüber ist, weil ich eben am Vorabend zu viel Salz konsumiert habe. Das war komplett unnötig, komplett dumm. Egal, auf jeden Fall war geil. Die Experience, die wir hier mitnehmen konnten, bin ich sehr dankbar dafür. Und ich bin auch dankbar dafür, dass wir sehr viel verkackt, also dass ich sehr viel verkackt habe an diesem Wettkampf, an diesem Pre-Charging. Denn die Fehler, die wir da gemacht haben, machen wir nicht nochmal am richtigen Wettkampf, wenn es dann drauf ankommt. Dieses Pre-Charging habe ich jetzt auch wirklich nochmal mehr gehypt auf das Bodybuilding. Ich habe nochmal mehr Bock auf diesen Hustle, auf dieses noch mehr shredded werden, noch tief vom Körperfett, noch geilere Physik. Und ich bin auch gehypt, Alter. Das Geilste ist, ich mache das nicht alleine. Wir machen das zusammen. Und darum folgt rein. Ah, nee, wirklich, also es ist geil. Ganz kurz in einem Satz Recap von dem Pre-Charging Day. Lehrreich. Ich habe viel mitnehmen können. Zum Beispiel auch die Posen. Ihr habt es, glaube ich, ein bisschen gesehen. Ich habe die Posen nicht richtig halten können, weil ich da ein bisschen zu unfähig war. Und weil ich das nicht genug geübt habe. Meine Beine. Ich muss es irgendwie lernen, meine Beine anzuspannen, aber ein bisschen weniger anzuspannen, weil ich hatte nach den ersten 1-2 Minuten konnte ich meine Beine nicht mehr anspannen, weil ja alles verkrampft ist, weil es ja wehgetan hat. Aber ich habe wirklich sehr viel mitgenommen. Und dass wir diesen Showday jetzt gemacht haben, also diesen Pre-Charging-Day jetzt gemacht haben, hat mir zu 100% geholfen. Und wegen diesem Tag wird es zu 100% am richtigen Wettkampf dann besser laufen. Das ist ein Win in meinen Büchern. Das ist ein Win in meinen Büchern. Und was auch ein Win in meinen Büchern ist, ist 20% auf absolut alles mit dem Coach Jeremy ab Mittwoch 18 Uhr. Coach Jeremy to the moon, Alter. Ich sag's euch, jeder einzelne von euch, der mit dem Code Jeremy bei ESN bestellt, ist ein richtiger Ehrenmann, ist ein richtiger Macher und spart nicht nur am Mittwoch 18 Uhr 20% auf alles, sondern unterstützt mich auch bei dieser Prep und ist ein absoluter, ist einfach korrekt, Digga. An dieser Stelle will ich aber sagen, das war's. Folgt rein, verpasst die Prep nicht von mir und peace out, Boys. Ich freue mich auf den Wettkampf.